Liebe VDKlerinnen, liebe VDKler, Ihnen allen wünsche ich ein gesundes, erfülltes und erfolgreiches Jahr 2024. Die weltpolitische Lage ist keine einfache. Durch den Angriff der Hamas wurde im Nahen Osten ein neuer Krieg heraufbeschworen und in der Ukraine steht der zweite Kriegswinter bevor. Das alles führt bei vielen Menschen zu großer Verunsicherung. Auch hierzulande sind die Probleme der Menschen vielfältig und so machen vor allem die hohen Preise für Energie und Lebensmittel vielen Menschen immer noch sehr zu schaffen. Umso wichtiger ist unsere Rolle als starke Stimme für soziale Gerechtigkeit im Land. Als größter Sozialverband treten wir gemeinsam für Menschlichkeit und ein gutes Miteinander ein und packen gemeinsam die für unsere Mitglieder und viele andere Menschen relevanten Themen an. Für Ihren Einsatz und Ihr Vertrauen, das Sie auch mir als VDK-Präsidentin in der zweiten Amtsperiode schenken, möchte ich mich heute herzlich bedanken. Ich möchte aber auch gemeinsam mit Ihnen weiterhin für unsere Themen eintreten, für eine gute Pflege als große gesellschaftliche Herausforderung, für eine Gesundheitsversorgung in Stadt und Land, die für jeden verfügbar ist, für eine Rente, die zum Leben reicht und für die wirksame Bekämpfung von Armut in jedem Lebensalter. Lassen Sie uns nicht nachlassen in unseren Bemühungen für mehr soziale Gerechtigkeit und für einen starken Sozialstaat. Ich freue mich auf alles, was wir gemeinsam erreichen können und wünsche Ihnen nun einen guten Start in ein hoffentlich friedliches Jahr 2024. Ihre Verena Wendele.